Jötunheim. Lange habe ich keinen Fuß mehr in dieses Reich gesetzt. Ich muss die Zauberin Angrboda finden. Sie weiß alles, was hier vorgeht. Dieser Hain ist vom Flüstern der Jötner-Magie erfüllt. Nicht alles ist, wie es scheint. Bei meinem letzten Besuch war Angrbodas Haus genau hier. Vielleicht ist es das noch. Utgard ist kein Tiegel für deine Experimente. Nicht. Es ist wie eine Scheune, die Produktion verbindet. Das Angebot. Bitte, tritt ein! Halte dich nicht mit Klopfen oder Höflichkeiten auf. Angrboda, ich bin weit gereist, um dich zu sprechen. Und es ist mutig von dir, meine Schwelle allein zu betreten. Wo ist mein Geliebter, der dunkle Fuchs, der mein Lager teilte? Loki blieb in Asgard, um beim Wiederaufbau nach einem Angriff zu helfen. Wie großzügig. Und ungewöhnlich für ihn. Früher könntest du besser lügen. Ich bin nicht Lokis Amme. Ich kam hierher, um die Jötner-Magie zu verstehen. Wie man seinen Huger von einem Körper in einen anderen überträgt. Der Met. Du suchst den Met? Hyrrokkin, du strapazierst meine Gastfreundschaft. Dann verabschiede ich mich. Doch denk an meine Worte, Angrboda. Bald wirst du die Dinge so sehen wie ich. Der Met, von dem sie sprach, wo finde ich ihn? Sie hat sich versprochen. Vergiss, was du hörtest. Keine Spielchen, Zauberfrau. Du verkaufst jede Wahrheit, wenn der Preis stimmt. Wenn er denn gezahlt werden kann. Es gibt eine Wurzel, die Altweiberklaue genannt wird. Sie wächst am Fuße eines Wasserfalls im Süden, am Waldesrand. Bringe mir 3 Wurzeln von der Stelle, wo das rote Moos gedeiht. Dann sprechen wir von dem Met. Ich nehme dich beim Wort. Hier sollte der Wasserfall sein, aber ich sehe keine Spur von ihm. Vielleicht finde ich irgendwo einen Weg, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Dieses Land verbirgt seine Geheimnisse gut, jedoch nicht gut genug für mich. Angrboda sagte, ich solle dort suchen, wo rotes Moos gedeiht. Eine Höhle unter dem See. Dieses Land ist wild, doch voller Wunder. Hohes Bad ist ja unglaublich. Yggdrasils mächtige Triebe reichen in jedem Winkel dieses Reiches. Wo sind diese verfluchten Wurzeln? Das muss wohl diese Altweiberklaue sein. Sie riecht stark. Sicher Altweiberklaue. Es sollte hier noch mehr geben. Düster und freudlos. Hill soll genauso sein. Noch eine Wurzel und es reicht. Das sollte Angrboda genügen. Jetzt muss ich nur noch einen anderen Ausgang finden. Dank dieser Wurzeln dreht sich mir der Magen um. Ich tat, was du verlangtest. Wo ist meine Weisheit? Lass es einen Moment köcheln. Hier, ein Trank, um deinen Hunger vorzubereiten. Wie soll mir das denn mitbringen? Er wird deinen Geist für die Geheimnisse der Welt empfänglich machen. In der Zwischenzeit können wir doch über Asgard sprechen. Wie steht es um eure Verteidigung nach dem letzten Angriff? Wir wurden geschwächt durch Verrat. Ohne Zeit für den Wiederaufbau könnten wir einem weiteren Angriff vielleicht nicht widerstehen. Moment, das wollte ich nicht sagen. Ich fühle mich seltsam. Altweiberklaue lockert die Zunge. Nun, du sagtest, du wolltest den Met. Doch wie sehr willst du ihn? Was würdest du aufgeben, um von den Fesseln des Schicksals befreit zu werden? Deine Zunge? Deine Hand? Dein Augenlicht? Ich würde das alles geben. Und mehr. Das würde ich gern sehen. Loki, was ist das für eine List? Ich nahm dir die Kraft, Harvey. Und wenn mir deine Antworten missfallen, nehme ich auch dein Leben. Dachtest du, ich würde dich schonen? Nach dem, was du meinem Sohn angetan hast? Unserem Sohn. Fenrir. Den Namen hast du sicher schon einmal gehört. Ja, im letzten Gefecht wird der FenrisWolf mein Untergang sein. Nun weißt du es. Nun kannst du mich nicht länger betrügen. Also sag mir, was hast du vor mit ihm? Ich will ihn töten. Doch ich kann nicht. Ich habe einen Schwur geleistet, Loki. Und den werde ich nicht brechen. Ich werde sein Leben nicht beenden. Fenrir wird bis zum geweissagten Tag eingesperrt bleiben. Wenn seine Fessel reißt und wir uns auf dem Schlachtfeld treffen, wie es unser Schicksal ist. Dann fesseln wir auch dich bis zu diesem Tag, wie du es mit unserem Sohn zu tun gedenkst. Wie du mir, so ich dir. Wie ich sehe, ließ sie dich leben. Du hast wohl etwas richtig gemacht. Lass mich dir darunter helfen. Nein, nein! Warte! Warte! Nein! Ah! Das hättest du sanfter machen können. Wenn mir etwas an deinem Wohlergehen liegen würde. Warum hast du mich dann überhaupt befreit? Aus demselben Grund, aus dem du in Jötunheim bist. Du suchst den Met und ich kann dir dabei helfen. Ich nehme an, das hat seinen Preis. Ich will eine Kostprobe für mich. Der Rest gehört dir. Abgemacht? Habe ich eine Wahl? Selbstverständlich nicht. Der Met wird von Suttung und seiner Tochter Gunnlöd im Gewölbe ihrer Behausung in Utgard verwahrt. Das Gewölbe wird nur bei einem großen Festmahl geöffnet, wenn Suttung seine reichhaltigen Vorräte teilt. Und er wäre ein schlechter Gastgeber, gäbe er kein Fest zu Ehren eines hohen Besuchers, wie dem erhabenen Asgards. Du bist nicht so dumm, wie ich befürchtet hatte. Warum willst du den Met? Meine Gründe gehen dich nichts an. So wie mich die deinen nichts angehen. Du musst ihn nur besorgen. Ich muss Suttung ein angemessenes Geschenk bringen, wenn er mich willkommen heißen soll. Der törichte Trunkenbold Ägir verlor kürzlich bei einer Wette seinen Kessel an Suttung. Auch dieser ging auf dem Weg nach Utgard verloren. Suttung wäre sicher dankbar, wenn ich ihm den Kessel zurückbrächte. Suche den Baum der Narben, von den Schuppen der Weltenschlange davontrug. Der Kessel wird dort vorbeigekommen sein. Du könntest zudem Gunnlöd ein Geschenk machen. In Trüms Haus am See nahe Utgard gibt es Schätze, die ihr gefallen würden. Ich werde daran denken. Wenn du den Met hast, suche mich an der Quelle Mimias auf. Dort zeige ich dir, wie du deinem Verderben durch Ragnarök entgehen kannst. Sollte ich erst den Kessel suchen oder zu Trüms Haus gehen?